Kapitel 5 0630 Stunden, 12. Juli 2519. Militärischer Kalender. Epsilon Iridiani System. Militärischer Übungsdschungel. Reach. Planet Reach. John hielt sich fest, als der Transporter beschleunigte und über eine gezackte, schneebedeckte Bergkette hinwegflog. Die Sonne lugte über den Horizont und ließ den Schnee in einem rosa-orangefarbenen Licht leuchten. Die anderen Mitglieder seiner Einheit pressten ihre Gesichter gegen die Fenster und sahen nach draußen. Sam saß neben ihm. »Netter Ort für eine Schneeballschlacht.« »Du wirst verlieren«, sagte Kelly. Sie lehnte sich über Johns Schulter, um bessere Sicht auf die Landschaft zu erhalten. »Mit Schneebällen treffe ich todsicher. Alles.« Sie kratzte sich die Stoppeln ihres kurzgeschorenen Haars. »Todsicher stimmt schon«, murmelte John. »Vor allem, wenn du sie mit Steinen füllst.« CPO Mendes trat aus dem Cockpit in den Passagierbereich. Die Kadetten sprangen auf und nahmen Haltung an. »Schon gut. Setzt euch wieder.« Das Silber an Mendes Schläfen war zu einem Band gewachsen, das sich zu beiden Seiten seines Kopfes entlang zog. Aber trotzdem schien er in den 2 Jahren, die John ihn jetzt kannte, noch stärker und noch härter geworden zu sein. »Die heutige Mission wird zur Abwechslung mal ziemlich einfach sein.« Mendes Stimme übertönte mühelos das Donnern der Transportmaschinen. Erreichte Kelly einen Papierstapel. »Verteile sie, Rekrut.« »Sir?« Sie salutierte gekonnt und reichte jedem der 75 Kinder der Einheit ein Blatt. »Dies sind Teile einer Karte der Region, um die es geht. Ihr werdet jetzt einzeln ausgesetzt. Dann werdet ihr euch zu einem markierten Treffpunkt begeben, wo ihr abgeholt werdet.« John drehte seine Karte. Sie war Teil einer wesentlich größeren. Ein Treff- oder Abholpunkt war nicht markiert. Wie sollte er sich ohne Anhaltspunkte zurechtfinden? Er wusste jedoch, dass die Antwort auf diese Frage Teil der Aufgabe war. »Noch etwas«, sagte Mendes. »Der Kadett, der als letzter zum Treffpunkt kommt, wird zurückgelassen.« Er sah aus dem Fenster. »Und es ist ein weiter Weg nach Hause.« John gefiel das nicht. Er würde nicht verlieren. Aber er wollte auch keinen der anderen verlieren sehen. Der Gedanke, dass Kelly, Sam oder einer der anderen den ganzen Weg zurücklaufen musste, war ihm unangenehm. Falls der Betreffende es überhaupt alleine durch die Berge schaffte. »Erster Abwurf in 3 Minuten«, bellte Mendes. »Kadett 117, du machst den Anfang.« »Sir, jawohl, Sir«, antwortete John. Er sah aus dem Fenster und betrachtete das Terrain. Es gab eine Bergkette, ein Tal voller Zedern und ein silbernes Band. Ein Fluss, der in einen See mündete. John stieß Sam an, deutete auf den Fluss und zeigte mit dem Daumen auf den See. Sam nickte, nahm Kelly zur Seite und zeigte aus dem Fenster. Kelly und Sam gingen rasch die Reihe der sitzenden Kadetten ab. Das Schiff wurde langsamer. John fühlte, wie sich sein Magen hob, als sie dem Boden entgegensanken. »Kadett 117, nach vorne und in die Mitte.« Mendes trat ans Ende des Passagierbereichs, als sich das Heck des Transporters spaltete und eine Rampe ausgefahren wurde. Kalter Wind fauchte durch das Schiff. Mendes klopfte auf Johns Schulter. »Achte im Wald auf Wölfe, 117. »Ja, Sir.« John sah über die Schulter zu den anderen. Seine Teammitglieder reagierten mit einem kaum wahrnehmbaren Nicken. Gut, jeder hatte die Botschaft verstanden. Er lief die Rampe hinunter und hinein in den Wald. Die Maschinen des Transporters heulten auf, dann stieg das Schiff in den wolkenlosen Himmel. Er schloss seine Jacke. Er trug nur seine Uniform, Stiefel und einen schweren Parka. Nicht unbedingt die Ausrüstung, die er selbst für einen längeren Aufenthalt in der Wildnis gewählt hätte. John ging auf einen besonders spitzen Berg zu, den er aus der Luft bemerkt hatte. Der Fluss befand sich in dieser Richtung. Er wollte ihm stromabwärts folgen und die anderen am See treffen. Er marschierte durch die Wälder, bis er das Rauschen des Wassers hörte. Er ging nahe genug heran, um die Richtung bestimmen zu können, in die es floss, und schlug sich dann wieder in den Wald. Mendes mochte es, zusätzliche Erschwernisse in seine Übungen einzubauen, Betäubungsminen auf dem Parcours oder Scharfschützen mit Farbmunition während der Paradeübung. Solange sich der Chief oben im Transporter aufhielt, hatte John nicht vor, seine Position ohne Grund preiszugeben. Er sah einen Blaubeerstrauch und nahm sich die Zeit, ihn abzuernten, bevor er seinen Weg fortsetzte. Zum ersten Mal seit Monaten war er allein und konnte in Ruhe nachdenken.
Er steckte sich eine Handvoll Beeren in den Mund und begann zu kauen. Er dachte an den Ort, der seine Heimat gewesen war, und an seine Eltern. Aber das schien ihm mehr und mehr wie ein Traum. John wusste, dass das nicht stimmte und dass er einst ein anderes Leben geführt hatte. Nur dies war das Leben, das er wollte. Er war ein Soldat. Er hatte eine wichtige Bestimmung, auf die er sich vorbereiten musste. Mendes sagte, sie seien die Elite, die Besten und die Klügsten der Navy. Er sagte, sie seien die einzige Hoffnung auf Frieden. Das gefiel ihm. Früher hatte er nicht gewusst, was er werden wollte, wenn er einmal erwachsen sein würde. Er hatte eigentlich nur Witz geschaut oder gespielt. Nichts war eine echte Herausforderung gewesen. Nun war jeder Tag eine Herausforderung oder ein neues Abenteuer. Dank Deja wusste er inzwischen mehr, als er in seiner alten Schule gelernt hatte. Algebra und Geometrie, die Geschichte von 100 Schlachten und die Biografien von ebenso vielen Herrschern. Er konnte einen Stolperstrick einsetzen, ein Gewehr abfeuern und eine Brustwunde behandeln. Mendes hatte ihm beigebracht, stark zu sein. Nicht nur körperlich, sondern auch, was den Grips angeht. Er hatte hier eine Familie, Kelly und Sam und alle anderen seiner Einheit. Der Gedanke an seine Kameraden brachte ihn zurück zu Mendes Aussage, einen würden sie zurücklassen. Es musste doch eine Möglichkeit geben, alle wieder nach Hause zu bringen. John beschloss, hier zu bleiben, falls er keine Lösung für dieses Problem fand. Er erreichte das Ufer des Sees, blieb stehen und lauschte. Er hörte eine Eule in einiger Entfernung rufen und marschierte auf das Geräusch zu. »Hallo, Eule«, sagte er, als er angekommen war. Sam trat hinter einem Baum hervor und grinste. »Für dich gefälligst, schief, Eule, Kadett!« Sie schritten am Ufer des Sees entlang und sammelten die anderen Kinder der Einheit auf. John zählte sie, um sicher zu gehen. 67. »Lass uns die Karte zusammenlegen«, schlug Kelly vor. »Gute Idee«, sagte John. »Sam, nimm die drei und durchkämme die Umgebung. Ich möchte nicht, dass wir unvorbereitet in eine unliebsame Überraschung des Chiefs stolpern.« »Okay.« Sam suchte sich Fiat, James und Linda aus. Dann verschwanden sie zu viert zwischen den Sträuchern. Kelly sammelte die Kartenteile ein und setzte sich damit in den Schatten einer uralten Zeder. »Einige davon passen nicht, und andere sind Kopien«, sagte sie und breitete die einzelnen Teile aus. »Ja, das ist ein Rand. Jetzt verstehe ich's. Dies ist der See, der Fluss, und hier«, sie zeigte auf ein entferntes Stück Grün, »das muss der Treffpunkt sein.« Sie schüttelte den Kopf und stutzte. »Wenn die Legende auf dieser Karte korrekt ist, liegt er einen Tagesmarsch entfernt. Wir sollten besser aufbrechen.« »Dann tun wir das«, sagte John. Niemand widersprach. Sie bildeten eine Reihe hinter Kelly. Sam suchte den Weg aus. Er hatte die besten Augen und Ohren. Mehrmals stoppte er und signalisierte ihnen, sich zu verstecken oder sich nicht mehr zu rühren. Aber es handelte sich immer um einen Hasen oder einen Vogel. Nach einigen Meilen Marsch fiel Sam zurück. Er flüsterte John zu. »Das ist zu leicht.« »Das passt nicht zu den üblichen Feldübungen des Chiefs«, John nickte. »Das denke ich auch. Halte einfach Augen und Ohren offen.« Sie rasteten gegen Mittag, streckten sich aus und aßen die Beeren, die sie unterwegs gesammelt hatten. Fiat meldete sich zu Wort. »Eins möchte ich wissen«, sagte er und wischte sich den Schweiß von seiner dunklen Haut. »Wir werden doch alle gleichzeitig beim Treffpunkt ankommen. Wer bleibt dann aber zurück?« »Wir sollten das jetzt entscheiden.« »Streichhölzer ziehen«, schlug jemand vor. »Nein«, sagte John und stand auf. »Niemand bleibt zurück. Uns wird eine Möglichkeit einfallen, alle hier rauszubekommen.« »Wie?«, fragte Kelly und kratzte sich am Kopf. »Mendes sagte...« »Ich weiß, was er sagte. Aber es muss eine Möglichkeit geben. Mir ist nur noch keine eingefallen. Und wenn am Ende ich selbst zurückbleiben muss... Ich werde dafür sorgen, dass ihr anderen zur Basis zurückgelangt.« John stand auf und nahm den Marsch wieder auf. »Kommt, wir verlieren Zeit.« Die anderen schlossen sich ihm an. Die Schatten der Bäume wurden länger und verschmolzen miteinander, als die Sonne den Rand des Himmels rot färbte. Kelly blieb stehen und brachte die anderen mit einer Geste dazu, ebenfalls anzuhalten. »Wir sind fast da«, flüsterte sie. »Ich und Sam werden die Gegend erkunden«, sagte John. »Alle anderen verteilen sich«,
und halten sich ruhig. Die anderen Kinder folgen stumm seinem Befehl. John und Sam krochen durch das Unterholz und hockten sich am Rand einer Lichtung hin. Der Transporter stand in der Mitte einer Lichtung. Seine Scheinwerfer erhellten einen Umkreis von 30 Metern. 6 Männer saßen auf der ausgefahrenen Landerampe, rauchten und ließen eine Feldflasche kreisen. Sam zog sich ein wenig zurück. »Erkennst du sie?« flüsterte er. »Nein, du?« Sam schüttelte den Kopf. »Sie tragen keine Uniform. Und sie sehen nicht wie die Soldaten aus, die ich kenne. Vielleicht sind's Rebellen. Vielleicht haben sie den Transporter gestohlen und den Chief getötet.« »Unmöglich«, sagte John. »Nichts bringt den Chief um. Aber eines ist sicher. Ich glaube nicht, dass wir zu ihnen gehen und sie darum bitten können, uns zur Basis mitzunehmen. Lass uns zurückgehen.« Sie kochen zurück in den Wald und erklärten den anderen die Lage. »Was willst du tun?« wandte sich Kelly an ihn. John fragte sich, weshalb sie glaubte, dass er darauf eine Antwort habe. Er sah sich um und bemerkte, dass ihn alle beobachteten und darauf warteten, dass er etwas sagte. Er trat nervös von einem Fuß auf den anderen. »Okay, wir wissen nicht, wer diese Männer sind und was sie tun werden, wenn sie uns sehen. Aber das finden wir heraus.« Die Kinder nickten und glaubten offenbar, das sei eine gute Idee. »Und zwar gehen wir wie folgt vor«, sagte John. »Zuerst brauche ich einen Hasen.« »Das übernehme ich«, antwortete Kelly und sprang auf. »Ich bin die Schnellste.« »Gut«, sagte John. »Du gehst zum Rand der Wiese und sorgst dafür, dass sie dich sehen. Ich komme mit und beobachte alles aus einem Versteck. Falls dir etwas passiert, berichte ich den anderen.« Sie nickte. »Dann lockst du ein paar hierher. Lauf direkt hier vorbei. Sam, du hältst dich nicht versteckt, sondern tust so, als sei dein Bein gebrochen.« »Alles klar«, sagte Sam. Er ging zu Fiat, der mit seinem Stiefel das Schienbein aufschürfte. Blut floss aus der Wunde. »Die anderen«, sagte John, »bilden einen großen Kreis und warten im Wald. Wenn sie irgendetwas anderes tun, als Sam zu helfen...« John ballte die rechte Hand zur Faust und schlug sie gegen die Innenfläche seiner linken. »Erinnert ihr euch an den Elch und die Wölfe?« Alle nickten und grinsten. Sie hatten diese Lektion viele Male in Dejas Klasse gesehen. »Nehmt euch Steine«, sagte John. Kelly streifte ihren Parker ab und streckte die Beine aus. »Okay«, sagte sie. »Los geht's.« Sam legte sich hin und hielt sich das Bein. »Oh, es tut so weh. Helft mir.« »Übertreib's nicht«, kommentierte John und schaufelte mit dem Fuß etwas Sand über ihn. »Sonst merken sie gleich, dass es eine Falle ist.« John und Kelly krochen zur Lichtung und stoppten einige Meter von ihrem Rand entfernt. Er flüsterte ihr zu. »Wenn du möchtest, bin ich der Hase.« Sie schlug ihm hart auf die Schulter. »Glaubst du, ich bringe das nicht?« »Schon gut, ich nehm's zurück«, sagte John und rieb sich die Schulter. Er bewegte sich 10 Meter zur Seite, duckte sich und wartete. Kelly ging zum Rand der Lichtung, trat ins Licht der Transportscheinwerfer. »Hey!« rief sie und fuchtelte mit den Armen. »Hier bin ich! Habt ihr etwas zu essen? Ich bin am Verhungern!« Die Männer standen langsam auf und zogen ihre Betäubungsstöcke. »Da ist eine«, hörte John sie flüstern. »Ich schnappe sie mir. Ihr bleibt hier und wartet auf die anderen.« Der Mann bewegte sich vorsichtig auf Kelly zu und hielt den Betäubungsstock so hinter dem Rücken, dass sie ihn nicht sehen konnte. Sie blieb stehen und wartete darauf, dass er näher rankam. »Einen Moment«, sagte sie. »Ich habe hinten meine Jacke liegen lassen. Ich bin gleich wieder da.« Sie drehte sich um und rannte los. Der Mann setzte ihr nach, aber sie war bereits in den Schatten verschwunden. »Halt!« »Das ist einfach«, sagte einer der Männer. »Diese Kinder werden völlig überrascht sein.« Ein anderer bemerkte, »wie Karpfen in einem Teich.« John hatte genug gehört. Er lief Kelly hinterher, machte sich dann aber klar, dass weder er noch der Mann sie einholen würde. Er blieb stehen, als er dort ankam, wo Sam lag. Auch der Mann hielt an. Er sah sich um, und da seine Augen sich noch nicht an die Dunkelheit gewöhnt hatten, dauerte es einen Moment, bis er Sam bemerkte, der am Boden lag und sein blutiges Bein umklammerte. »Bitte helfen Sie mir«, wimmerte Sam. »Es ist gebrochen.
Ich geb dir gleich ein gebrochenes Bein, Junge. Der Mann hob seinen Stock. John hob einen Stein auf und schleuderte ihn, traf jedoch nicht. Der Mann fuhr herum. Wer ist da? Sam kam auf die Beine und lief weg. Es raschelte im Wald. Dann prasselten Steine zwischen den Bäumen hervor in die Richtung des Mannes. Kelly tauchte auf. Sie warf einen Stein so wuchtig sie nur konnte und traf den Mann damit an der Stirn. Er stolperte und brach zusammen. Die anderen Kinder kamen näher. Was machen wir jetzt mit ihm? Fragte Sam. Das ist doch eine Übung, sagte Fjord. Er muss zu Mendes gehören. John drehte den Mann auf den Rücken. Blut lief von seiner Stirn über die Augen. Du hast ihn gehört, flüsterte John. Du hast gesehen, was er Sam antun wollte. Mendes oder unsere Trainer würden so etwas nie tun. Er hat keine Uniform, kein Rangabzeichen. Er gehört nicht zu uns. John trat dem Mann ins Gesicht und in die Rippen. Der Mann rollte sich instinktiv zusammen, holte seinen Stock. Sam ergriff die Waffe und versetzte dem Liegenden ebenfalls einen Tritt. Jetzt gehen wir zurück und schnappen uns die anderen, sagte John. Kelly, du bist wieder der Hase. Bring sie nur dazu, an den Rand der Lichtung zu kommen. Den Rest erledigen wir. Sie nickte und machte sich auf den Weg zur Lichtung. Der Rest der Einheit verteilte sich und sammelte Steine. Nach einer Minute trat Kelly hervor und rief: Der Typ ist gefallen und hat sich den Kopf angeschlagen. Hierher! Die 5 übrig gebliebenen Männer standen auf und liefen auf sie zu. Als sie nah genug waren, pfiff John. Die Luft war plötzlich erfüllt von Steinen. Die Männer nahmen ihre Hände hoch, um sich zu schützen. Sie ließen sich fallen und bedeckten ihre Köpfe. John pfiff erneut und 67 Kinder rannten den überraschten Männern schreiend entgegen. Die Männer standen auf, um sich zu verteidigen. Sie wirkten geschockt, als begriffen sie nicht, was geschah. Sam zog den Stock über den Kopf eines der Männer. Fjord wurde von der Faust eines anderen mitten ins Gesicht getroffen und ging zu Boden. Die Männer wurden unter Körpern begraben und so lange mit Fäusten, Steinen und Stiefeln traktiert, bis sie sich nicht mehr bewegten. John stand über den blutigen Leibern. Er war wütend. Sie hätten ihn und seine Einheit verletzt. Er wollte ihnen die Schädel zerschmettern. Er atmete tief ein und wieder aus. Nein, er hatte Wichtigeres zu tun, um größere Probleme zu lösen. Der Ärger musste warten. Willst du jetzt Mendes anfunken? Fragte Sam, als er den benommenen Fjord auf die Beine stellte. Noch nicht, sagte John. Er ging zum Transporter. Niemand sonst war an Bord. John griff auf das Comm-System zu und öffnete eine Verbindung zu Deja. Ihr Gesicht erschien als einfaches Hologramm über den Terminal. Guten Abend, Kadett 117, sagte sie. Hast du eine Frage bezüglich deiner Hausaufgaben? Sowas in der Art, antwortete er. Es geht um eine von CPO Mendes Übungen. Ah. Nach einer kurzen Pause fügte sie hinzu. Nun gut. Ich befinde mich in einem Pelican-Transporter. Es gibt keinen Piloten, aber ich muss nach Hause. Bring mir bei, wie man so ein Ding fliegt. Bitte. Deja schüttelte den Kopf. Du kannst dieses Fahrzeug nicht fliegen, Kadett. Aber ich kann dir trotzdem helfen. Siehst du das geflügelte Symbol in der Ecke des Bildschirms? Drücke dreimal darauf. John folgte ihrer Anordnung. Berühre den grünen Pfeil auf 9 Uhr zweimal, sagte sie. Er tat es und sah das Wort Autopilot aufleuchten. Ich habe die Kontrolle übernommen, sagte Deja. Ich bringe euch nach Hause. Einen Moment, sagte John und lief nach draußen. Alle an Bord, und zwar sofort. Die Kinder strömten in das Schiff. Kelly hielt inne und fragte, und wer bleibt zurück? Niemand, sagte John. Steig ein. Er achtete darauf, dass er das Schiff als letzter betrat. Dann sagte er, okay, Deja, bring uns hier weg. Die Motoren des Transporters holten auf und das Schiff stieg in den Himmel. John nahm Haltung in Chief Petty Officer Mendes Büro an. Er war noch nie hier gewesen. Niemand war das. Ein Schweißtropfen lief ihm über den Rücken. Die dunkle Holztäfelung und der Geruch von Zigarren wirkte klaustrophobisch. Mendes blickte immer wieder zu John, während er den Bericht las. Die Tür öffnete sich und Dr. Halsey trat ein. Mendes stand auf, nickte ihr kurz zu und sank wieder in seinen Sessel. Hallo, John, sagte Dr. Halsey.
Sie setzte sich gegenüber von Mendes und zupfte ihren grauen Rock zurecht. »Dr. Halsey«, antwortete John sofort. Er salutierte. Keiner der anderen Erwachsenen nannte ihn bei seinem Vornamen. Er verstand nicht, warum sie es tat. »Kadett 117«, bellte Mendes. »Erkläre mir erneut, warum du UNSC Eigentum gestohlen und die Männer angegriffen hast, die ich zur Bewachung abgestellt habe.« John wollte erklären, dass er nur getan hatte, was getan werden musste, und dass es ihm leid tat. Dass er alles tun würde, um es wieder gut zu machen. Doch John wusste, dass der Chief heulsusend fast zur Entschuldigung hasste. »Sir«, sagte John. »Die Wachen trugen keine Uniform, keine Rangabzeichen. Sie haben sich nicht identifiziert, Sir.« »Hm.« Mendes starrte wieder auf den Bericht. »So scheint es. Und das Schiff?« »Ich brachte meine Einheit nach Hause, Sir. Ich war als Letzter an Bord. Wenn einer hätte zurückbleiben sollen, dann...« »Ich habe nicht um eine Passagierliste gebeten, Soldat.« Seine Stimme wurde zu einem sanfteren Knurren und er wandte sich an Dr. Halsey. »Was sollen wir jetzt mit ihm machen?« »Machen?« Sie schob ihre Brille höher auf den Nasenrücken und betrachtete John. »Ich denke doch, das ist offensichtlich, Chief. Ernennen Sie ihn zum Anführer der Einheit.«